Also die Geschichte Spaghetti für zwei basiert auf einer Parabel, nenne ich es mal. Zwangsneurotischer Einzelgänger mittleren Jahrgangs mit vielen Vorurteilen wird eines Besseren belehrt. Ein Mensch, der, sagen wir, drei Varianten von Vorurteilen begegnet und das erkennt am Schluss. Am Schluss merkt er dann eben, dass er viele Vorurteile hat und seine Gedanken nicht unbedingt real sind. Ich bin eine Kellnerin, die eine Begegnung hat mit dem Finn, die Hauptrolle. Ein Bettler, der, sagen wir mal, bewusstes Betteln betreibt, der überlegt sich ja die Situation mit der Gesellschaft, der stellt sich ja hin als lebendiger Vorwurf oder schweigender Vorwurf an die Leute, die was haben. Ich spiele den Jeremy und Jeremy bedient das Bild des habgierigen, maßlosen Ausländers. War eigentlich der denkbar einfachste Weg. Ich wurde angerufen von dem Regisseur Matthias und er fragte mich, ob ich Zeit hätte und er hätte ein Buch für mich. Ich sollte es einfach mal durchgehen und mich dann entscheiden. Ich habe das Buch bekommen, habe es gelesen und fand es super, spontan. Also ich habe von Kaspar, dem Kameramann, einen Anruf gekriegt, ob ich Interesse hätte an der Rolle und daraufhin habe ich dann eben das Drehbuch gelesen. Und ich finde die Geschichte sehr, sehr gut erzählt und sehr interessant und vor allem auch die Message, die übermittelt wird, finde ich super. Ich mache öfter so Kurzfilmprojekte, weil ich den Kurzfilm ein wichtiges Medium finde, weil der sehr essentiell ist, weil man muss das, was man früher in der Popwelt mit der Single bezweckt hat, man hat gesagt, alles, was man in 2,5 Minuten nicht erzählen kann auf einer Single, kann man nie erzählen in einem Lied und beim Kurzfilm ist das ähnlich. Ich glaube, der Felix von Poser, der hat mir angerufen. Ja, und dann hat er mir halt erzählt davon und das Buch geschickt und dann haben wir gesagt, ja, komm, passt mal. Das mache ich. Na, das gefällt mir ja. Ich meine, jetzt nur der Bettler da sitzen, ist jetzt, sagen wir, für einen Schauspieler, Mai sitzt halt da. Aber er hat ja immerhin nur die kleine ekstatische Geschichte, den Geldtanz dann. Oh!
ich wünsche dem Film einen guten Weg, damit er die Runde macht durch Festivals und ich weiß nicht, was man heute macht, vielleicht einen Fernsehsender dem mal zeigt. Ja, dass das gut wird, dass das so blüht und dass das die Geschichte so vorantreibt, wie die Geschichte eigentlich sein sollte, dass das eine Fabel wird.